Hallo. Ja. So, es gibt wieder ein neues Pack scheinbar von die Sims 4. Da dachte ich, ich melde mich mal. Nein, eigentlich wollte ich gerne zeigen, dass ich Mario und Luigi gemacht habe. Beziehungsweise zufällig habe ich einen Mario geboren und dann waren das doch Zwillinge und dann zwei Jungs und dann dachte ich, ach, das passt gut, komm, nenn den anderen Luigi. Ich hatte zwar eigentlich andere Pläne vorher mit Mario, aber ich da zwei Computer-Nerds draus gemacht und Sport habe ich sie aber auch ein bisschen mögen gelassen und reparieren alles so ein bisschen in die Richtung. Tja, Mario ist Sportler und der andere ist so Programmierer. Das ist das Kind von Luigi und wahrscheinlich werde ich das weiterspielen. Ich versuche gerade hier das Bestreben mit den drei Spielzeugen Meilenstein zu erreichen. Also jetzt haben wir die Ente, dann haben wir diesen komischen Teddy. Wenn er das nimmt, haben wir das noch. Vielleicht haben wir noch ein anderes Spielzeug, das ich dazulegen kann, einfach für den Fall, dass er das nicht annimmt mit dem Dinosaurier. Wir werden auf jeden Fall gucken, ob sie das Bestreben schafft. Ich weiß nicht, wie heißt das? Schlauberger Bestreben oder so. Für kognitive Fähigkeiten. Nein, das heißt anders. Dieses Bestreben für alle Fähigkeiten, wo man konzentriert für sein muss. Sie muss noch eine 1 schaffen. Sie wird allerdings heute am Sonntag eigentlich schon eine Altersstufe raufgestuft. Und ich kann am Wochenende halt nicht zur Schule gehen, um die 1 zu bekommen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe einfach, sie kann ihren Geburtstag bis morgen rausschieben. So, ein anderes Spielzeug. Das kann doch nicht sein, dass ich kein anderes Spielzeug mehr habe. Ja gut, bevor ich eins kaufe, werde ich versuchen, da zu spielen. Gut, und auf jeden Fall, nachdem ich Mario bekommen habe und dann auch noch Luigi, hat sich irgendwie dieses Vampir-Fable völlig in Luft aufgelöst. Ich habe dann mehr dieses. Hat mich dann sehr in dieses Mario-Dings vertieft. Ja gut, das neue Pack ist raus. Ich finde 40 Euro übertrieben, muss ich sagen. Ich werde es für 40 € auf gar keinen Fall kaufen. Auch wenn ich grundsätzlich so Familie und Erziehung spannendes Thema finde bei die Sims, sieht man vielleicht auch gerade ein bisschen, dass ich da viel Spaß dran habe, wobei dann meine Kinder immer so perfektionistisch sein müssen. Ja, die Ärmsten. Wer ist das? Das Mental, Mental. Da brauche ich halt noch die 1. Muss ich gucken, ob ich das hinkriege. Aber ich möchte mal erstmal gerade noch gucken. Falls das nicht gelingt, vielleicht kann ich zumindest noch ein anderes Bestreben schaffen in der Zeit. Kreativ bietet sich eigentlich am meisten an, weil die anderen scheinen mir zu schwierig, um an einem Tag geschafft zu werden. So, ja, womit muss ich noch spielen? Mit der Ente. Und hoffentlich, hoffentlich funktioniert das, dass das auch zählt. Sonst müssen wir echt noch ein Spielzeug kaufen. Oder mal gucken, ob irgendjemand ein Spielzeug einge. Nicht sterben, Luigi. Du musst noch irgendwas schaffen. Ich weiß zwar gerade nicht was. Miterleben, wie sie eine 1 bekommt, auf jeden. Putz mal bitte das Klo. Warum ist er wütend? Kontrollverlust braucht er doch nicht mehr. Oh, wie lange braucht sie? So, das finde ich hübsch, dass sie das gemacht haben da.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie habe ich mir das mit den Säuglingen oder was vorzustellen. Da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ob das in diesem Spiel dann automatisch schon mit drin ist. Manchmal scheint das ja so zu sein, oder ob man ein neues Spiel starten müsste. Das verursacht ja oft auch Probleme. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Obwohl ich verstehe schon ein bisschen, aber ich feiere es halt nicht wirklich. Die Leute sollen 40 Euro bezahlen für das neue Pack. Aber die Hälfte der Inhalte des Packs kommen einfach ins Basisspiel als so eine Art Teaser und damit man es auf jeden Fall kaufen möchte. So, den Meilenstein haben wir schon mal erreicht. Sie möchte eigentlich dahin. Nein, sie möchte da jetzt nicht hin. Sie möchte auf Toilette. Damit so ein bisschen als Teaser. Naja. Finde ich nicht gut. Schule, was kann ich denn machen, um den Balken zu vergrößern? Was muss sie denn noch machen? Sie muss eigentlich Instrument spielen. Damit sie wenigstens das hier schafft. Geh schon mal ernten. Wie lange muss diese Kuhpflanze denn noch? Ach, hier steht schon weiterentwickeln. Ah, ist trotzdem egal, ne? Die muss, glaube ich, erst groß werden. Warum hat sie auch noch nicht Level 10 erreicht? In Gartentechnik. Schön, schön. Erforsch mal noch ein paar Blumen. Oder die erschlafen, ich weiß es ja auch nicht. Auf WC muss sie auch noch. Boah, das ist wirklich so das absolute Chaos. Vielleicht gucke ich mal, dass Laura so ein bisschen mehr Outdoor wird. Weil mir ist so vor kurzem aufgefallen, eigentlich sind meine ganzen Sims total die Stubenhocker geworden. Ich spiele das meistens so, dass die alles im Haushalt selbst machen, also im eigenen Haus. Hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass irgendwie alles dann einfacher ist und man kann dann irgendwie das Haus einfach ausbauen, dass man dort alles machen kann. Dann läuft die Sache. So. Formen malen. Bewahren wir uns das Geigespielen vielleicht auf für, wenn wir geknetet haben. Obwohl, das sollten wir ganz unabhängig davon sofort machen. Dann erwerben wir ja viel schneller die Fähigkeiten. Es regnet schon wieder. Ich muss mal gerade was ändern. So, zur Not mache ich den Fernseher weg. Wir brauchen kein Mensch.
Ist der Cousin. Wird das eigentlich angezeigt? Als Cousin? Im Stammbaum? Komm, iss was, iss was, iss was. Du bist ja kein Vampir, kannst du Knoblauch essen. Und einen Apfel hinterher. Damit du auch satt wirst. Ich wollte kurz in den Stammbaum gucken. Ach, der Cousin wird gar nicht angezeigt. So sieht man das zwar, aber natürlich steht dann da Enkel und nicht Cousin. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Also ich kann mich tatsächlich im Prinzip entscheiden, wen ich weiterspiele. Es bleibt trotzdem in der Familie. Adrian Lucky. Ob ich Luigis Sohn oder... Luigi hat keinen Sohn. Ob ich Marios Sohn oder... den Sohn von Bernd nehme. Den Sohn von Mario Bernd. Oder die Tochter von Luigi Laura. Aber ich denke, wir werden Laura weiterspielen. Ich habe mich nicht drum gekümmert, dass Bernd ein erfolgreicher Charakter wird und das gefällt mir nicht so. Leider hat ja noch nicht mal Bernd geschafft, das mit der letzten Aufgabe, die er noch hat, für Renaissance. Level 8 in 6 verschiedenen. Obwohl, das könnte er hinkriegen noch. Koch doch erstmal was, wo bist du denn? Oder reparier das erstmal, oder ist es überhaupt nötig? Ich glaube, reparieren mag er nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, reparieren ist nicht nötig, komm. Konzentrier dich lieber auf Fitness. Oh Gott. Training und Kochen. Koch mal einen Geburtstagskuchen. Am schlimmsten sind die Ängste zurzeit, echt. Die Sims brauchen einen Psychiater oder Psychologen, den sie sich mal anvertrauen können. Wenn irgendjemand einen Weg kennt, wie ich diesen Quatsch ausschalte, Ängste brauche ich nicht, die sind so sinnvoll wie ein Kropf und behindern nur das Spiel. Weil die bekommen irgendwie 2 Ängste pro Tag. Und dann bleiben die Ängste mindestens eine Woche bestehen. Was soll der Quatsch? Was? Der will noch ein Kind mehr haben? Aber der kann doch nicht mehr mit. Da muss der ja fremd gehen. Das macht der nicht. Luigi geht nicht fremd. Vielleicht mit der Peach, aber... Nein, 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 das ist die falsche. Wer ist das? Der Sohn. Dem geht er auch nicht fremd. Macht er noch mal schöne Augen, komm. Nee, kümmere dich lieber um deinen anderen Kram.
hab ich gesagt? Ja, Apfel. Ja, Tulpe. Koch einen Kuchen. War das jetzt ein Kuchen? Egal. Mach alles Mögliche. Und stirb mir nicht weg. Was stört ihn denn? Ersetzen. Achso, er hat keine freie Arbeitsfläche. So, kreativ bist du, warum machst du nichts draus? Komm. Oder muss ich erst Luigi daneben stellen, damit er dir mal sagt, was Sache ist? Muss ein Musterkind werden, komm schon. Ich will meinen Sadismus ausleben. Ich habe allen erzählt, dass wir noch mindestens ein Bestreben schaffen. Vorher beende ich das Video nicht. Also, wir werden auf jeden Fall versuchen, ob wir es... Eigentlich möchte ich natürlich das Mentale hier erreichen. Wie gesagt, sie muss eine 1 in der Schule bekommen. Dafür muss er erstmal zur Schule hingehen dürfen. Was schwierig werden könnte. Der Balken ist voll. Und ich werde jetzt keinen Trank nehmen, wenn das Kinder überhaupt noch können. Ich habe gemerkt, nicht alles tun Kinder noch. Scheinbar. Und als Ersatz, falls sie das nicht hinbekommt, arbeiten wir hier gerade am kreativen Wunderkind. Und das hier haben die irgendwie auch geändert, habe ich gesehen. Sie hat jetzt hier schon die Fähigkeiten von Erwachsenen. Und das heißt jetzt Grundlagen. So kann man auf jeden Fall grundsätzlich mehr erreichen. Schauen wir mal, ob es reicht. Ich möchte sie eigentlich ins All schicken. Glaube, als Astronautin arbeiten lassen. Ah, dafür haben wir auch noch eine Belohnung bekommen. Aufräumen. Mir ins Inventar packen. Zeichnen, Formen. Nee, Formen hatten wir gerade, oder? Fahrzeug. Oh Gott. Das ist Form, das ist Fahrzeug, das ist Form. Nee, ich glaube, das war eben Form. Das ist jetzt Fahrzeug. Komm, irgendwas. Irgendwas kochen.
Hauptsache in Kochen Level 8 erreichen. Genau, du hast auch noch das, umso besser. Unser kreatives Wunderkind ist verängstigt, das ist nicht gut. Ach nee, nicht wirr herumschreien. Haben Sie ja auch verändert? Zuwendung, Beschwerden, Geschichten, Interessen. Das ist schon die Hälfte wieder von dem Update da drinne, was? Ach, das ist ja mal verrückt. Einfach so als Teaser. Statt dass die jetzt nochmal an einem Sims arbeiten, das ohne Bugs funktioniert oder generell flüssiger läuft. Ich weiß nicht, das Spiel ist von 2005 oder was und es läuft nicht flüssig. Die kriegen es einfach nicht gebacken. Oh nein, er stirbt! Nein! Mein Held. Ich habe kein Geld für diesen Quatsch. Streng dich mal ein bisschen an. Macaroni mit Käse. Der sollte eigentlich nur noch Bücher lesen, ich sehe das schon kommen. Aber das hier. Boah, die Grafik jetzt ist schon hübsch. Kann man ja nicht anders sagen, aber. So, das war Fahrzeuge. So, Daisy, du musst noch eins malen, und zwar Leute und Tiere. Ach Gott. Komm, mach noch ein Mineralwasser und noch eins. Grinde Mineralwasser. Damit du Erfahrung mit dem Shaken bekommst. Lasch den Schaft in Fischmix. Er mag mixen, oh, das ist gut. Ist sie so müde? Warum kann sie nicht auf Toilette gehen alleine? Alter. Ey, was? Bist du bekloppt? Ich habe eine Toilette zu wenig.
So, wer ist denn da jetzt schon wieder? Nein, raus da. Oh Gott, das ist ja ein Schock fürs Leben. Nein. Oh, warum? Alle raus jetzt, komm. Haut ab. Sie ist meine letzte Hoffnung. Sie ist jetzt die wichtigste Person. Ja, du stehst da, blockierst die Toilette und dann im Regen duschen kommen. Es ist so spät. Aber wir haben schon Montag, das heißt, vielleicht schafft sie es, zur Schule zu gehen. Ausgeschlafen ist sie zum Glück auch schon. Nein, wer ist jetzt denn schon wieder im Weg? Alter, sag mal. Ihr wollt es nicht schöner, was? Gleich hat sie Angst vor Menschen und vor Wasser und vor WCs. Wo bleibt das? Ach, bei Nacht hat sie auch schon Angst. Oh je, oh je. Ich fürchte, sie sollte sich schon noch frisch machen. Sie muss ja schon noch ein bisschen was in der Schule erreichen, damit sie die Eins kriegt. Sollte dann gut drauf sein. Leute, ja, das holen wir vielleicht gerade ab, dann sind wir besser gelaunt. Nein! Warum muss mir das jetzt passieren? Wie oft drücke ich? Entweder einmal, dreimal oder siebenmal. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder ich wähle es selbstständig. Eins. Kreativ weiß ich nicht. Wird irgendwo passen. Mag keine Kinder. Komm, ich guck jetzt hier rein, was mir gefällt. Vielleicht mache ich sie tatsächlich so ein bisschen. Wobei wir dann mit tollpatschig anfangen könnten, weil das haben ja irgendwie alle. Adrian ist ja auch tollpatschig. Dann haben wir so ein bisschen eine Kopie von Adrian, was. Gut, was hat sie denn gemacht? Was möchte sie denn besonders gut können? Nörtieren. Müssen wir uns noch mal komplett umziehen? Oder sind wir damit zufrieden?
so, ja. Das ist jetzt Schlafanzug, oder? Ich finde, kann man so stehen lassen, oder? Sieht alles recht gut aus. Na, ich lasse das mal so. Vielleicht später ein paar Details ändern. Wie viel haben wir? Können wir schon schneller Laser einrichten? Ach, jetzt bin ich auf Zaubertränke gekommen. Ich wollte Merkmale. Blitzleser. Können wir vielleicht ein paar Bücher lesen und alles wird gut. Oh nee, mach das nicht, du hast dann höchstens reparieren. Ich habe gesagt, wir spielen so lange, ne? Also im Prinzip haben wir es jetzt geschafft. Ich kann die Folge beenden. Oh, sogar halbe Stunde, das passt doch super. Was denn jetzt passiert? Bin ich da drauf gekommen? Also, 2 für Geselligkeiten machen. Das werde ich erreichen. Pfadfinder werden wir komplett machen. Würde ich sagen, ja. Entweder ich werfe nochmal eine Münze, weil es jetzt ja sowieso nicht geworden ist. Oder ich spiele weiter Laura. Obwohl, ich glaube, ich spiele Laura sowieso weiter. Der gefällt mir einfach nicht unbedingt. Beanspruchen. Was ist das überhaupt? Tribonium. Boah, cool. Nö, ernten ist eigentlich ihre Aufgabe. Vielleicht wird das ja eine gute Floristin, das nehme ich mir jetzt mal vor. Eine Depression vor Dunkelheit haben wir schon mal. Lebensziel erreicht. Gleich ein schlechter Start ins Leben. Ja, sie wird gut in Angeln werden und in Blumen ernten. Ja, ich verabschiede mich. Macht's gut. Wie gesagt, habe ich die schon mal zusammen gezeigt. Vielleicht mache ich gerade noch ein Foto. Hier hingehen. Hier hingehen. Oh, Genesis. Oh,
Komm, Fototermin. Mario Seniors. Foto machen mit Mario. Ich hoffe, mit bedeutet, dass beide drauf sind. Ja. Perfekt. Kann ich das irgendwie größer? Nee, das muss so in diesem Selfie-Modus sein, was? Traurig? Nee, albern? Keine Ahnung, entspannt? Sind sie schon? Nee, wie muss ich denn machen, damit das passiert? Ach so, ich muss was auswählen und dann Pose ändern. Auch nicht schlecht. Kokett. Passt doch nicht, oder? Ja. Nicht wirklich. Das sind Zwillinge. Weil das irgendwie lustig ist. Perfekt, komm. Ich glaube, das ist so, wie sie sich jetzt gerade fühlen. Oh. Albern, was ist da? Ich glaube, das habe ich schon gehabt. Jetzt will ich das echt machen, da finde ich toll. Ich glaube, ich mache noch ein wütendes, da war auch ein schönes dabei. Mach ich so? Ach Gott, wenn man sich nicht entscheiden kann. Das soll traurig sein? Finde ich jetzt nicht. Was soll das sein? Selbstbewusst gibt's doch, glaub nicht. Ich mach das aber, es sieht gut aus. So. What a phobe. Mit Bros abhängen. Ach ja, das sind ja beides Bros, glaub ich. Weil er müsste sich mal ganz dringend duschen, was? Also jetzt wirklich, tschüss, ich habe gerade, ich habe mich gerade irgendwie verleiten lassen.